Hallo und herzlich willkommen bei HQ Gaming Elite, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute der finale Bosskampf gegen Elias in Akt 5, quasi der Endboss, bevor wir dann in Akt 6 zu Lilith gehen. An Dariel kann ich euch leider nicht zeigen. Ich musste jetzt ein bisschen was machen, weil mein OBS hat irgendwie nicht funktioniert. Jetzt habe ich mir wieder Streamlabs zugelegt und die Videos sind einwandfrei. Ich habe da keine Lags, gar nichts. Funktioniert einfach wunderbar und sieht auch deutlich schöner aus. Ich kann euch nicht sagen, wieso. Ich habe alles versucht. Ist ja egal, mit Streamlabs funktioniert es. Leider konnte ich euch an Daria nicht zeigen, war eigentlich so ein geiler Fight und ging auch richtig flott. Elias jetzt ging auch super schnell. Ich habe jetzt auch den neuen Build, den Blade Dancer, den Klingtänzer zu Deutsch. Ist auf jeden Fall richtig geil. Da werde ich euch auf jeden Fall morgen Abend, kriegt ihr davon den Build zum Hunter, also Jäger, den Rogue Build Blade Dancer, den werde ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten, der ist richtig gut. Ich werde noch ein bisschen dran feilen jetzt, der hier in den Elias Bossfight ist auch nicht den, also ist jetzt nicht hundertprozentig so, wie ich ihn jetzt gerade habe. Da habe ich noch einen Skill umgeändert, beziehungsweise einen neuen reingemacht. Aber das zeige ich euch alles morgen. Leute, jetzt gucken wir uns auf jeden Fall Elias an, den finalen Kampf, wo es mit ihm dann auch zu Ende geht. Der Kampf geht wirklich relativ schnell. Deswegen lasse ich dann am Ende diesmal wirklich noch die Story fließen. Diesmal funktioniert es auch, weil halt einfach das Video richtig gut aussieht. Keine Lags und gar nichts. Deswegen lasse ich es dann durchlaufen. Also wenn ihr euch das schon angeschaut habt, dann lasst es nochmal schön durchlaufen. Ist auf jeden Fall geil. Die Story von Diablo 4 ist pure Liebe. Ja, also wirklich, man fühlt sich da richtig rein. Das ist absolut genial. Ja, wer auch immer das da bei Blizzard hingezaubert hat. Daumen hoch dafür. Deswegen, Leute, bleibt dran. Wir töten Elias. Da ist der Gute. Ihr seht schon meinen neuen Skill, den Klingtänzer. Also im Prinzip ist es ja nicht der Klingtänzer-Skill. Klingtänzer ist ja nur das Aspekt. Ihr seht die kreisenden Klingen, wie beim Hammerdien so ein bisschen in Diablo 2, dass die so um einen wirbeln. Absolut geil, macht auch richtig Spaß. Ich würde sagen, die erste halbe Stunde habe ich den Klingensturm vermisst, aber jetzt nicht mehr. Ist auch ein richtig guter Bild hier. Der vierte Skill unten, der gefällt mir nicht, der auf der 4 sitzt. Den habe ich nochmal abgeändert. Seht ihr das, wie schnell das geht? Unfassbar. Jetzt in der vierten Wave, das gefällt mir nicht, da macht er so einen komischen Schaden so. Erstmal hier, wurde ich gestunt, habe es aber überlebt. Ein Glück. Den hier, den seht ihr auch schlecht, wo der den jetzt hinsprayen will. Ich stand jedes Mal drinne. Hab aber auch das überlebt, zum Glück. Das war's schon. Er ist jetzt im Prinzip auch tot. Und jetzt bekomme ich meinen Drop, den ich in Akt 3 nicht gekriegt habe. Dafür kriege ich ihn jetzt. Zack. Ich werde jetzt noch durchlaufen lassen, Leute. Wie gesagt, wenn ihr keinen Bock habt, gespoilert zu werden
oder es euch nochmal anschauen wollt, liegt an euch. Ansonsten schaltet ab. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, Leute. Haku Gaming Elite, bis bald. Peace. Und eine Sache noch, vergesst nicht, mein Klingtänzer-Bild morgen abzuchecken. Ich erkläre, wie gesagt, auch wo ihr den bekommt und was für Zauber man am besten nimmt, ne? In Kombination. Ich muss mit ihm reden. Dann tut es, Horadrim. Lord. Oh, Elias. War es das alles wert? Wirklich? Ich brachte Lilith nach Sanctuario. Niemand hielt dies für möglich. Und wenn die Hölle über diese Welt hinwegfegt, werde ich an ihrer Seite stehen, um sie zurückzudrängen. Ihr habt mich ganz allein jene Grenzen überschreiten lassen, die ihr nicht zu überschreiten wagtet. Ihr seid nichts außer ein verschwendetes Leben. Denkt nicht daran, mir zu vergeben, alter Mann, denn ihr habt uns an diesen Punkt gebracht. Alter Mann! Der Baum vergisst keinen Eid und er vergibt auch keine Schuld. Es ist Zeit, loszulassen.